Abschiedsspiel auch für Roy Makaay, der seine Karriere allerdings noch nicht beendet. Der spielt weiter in Feyenoord Rotterdam, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Zunächst Roy, schön, dass du nochmal hier bist in der Allianz Arena. Wie war es für dich, da unten zu stehen, für 69.000 keine Tore zu schießen, sondern eine Rede zu halten? Das ist anders, wenn man das Fußballschuh anhat oder in Privatklamotten da steht. Es war eindrucksvoll, muss ich sagen. Man steht da, erst ein riesen Lärm. Ich wollte was sagen und habe ein bisschen gedauert und danach eine Ruhe. Da habe ich, glaube ich, nicht oft erlebt, dass man jemand so in aller Ruhe sprechen lässt. Und nein, es war emotional was. Ich meine, ich habe natürlich 4 geniale Jahre hier gehabt und auch sehr dankbar für die Bayern, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben, um heute mich persönlich von den Fans zu verabschieden. Und ja, es wird ein Moment sein, was ich sicher noch lange erinnern wird. Die Worte waren sehr, sehr passend gewählt, finde ich. Kam das spontan oder hast du dich schon ein bisschen vorbereitet? Na, ich habe mir ein bisschen schon überlegt, was ich sagen würde, aber ich hatte es nicht auf dem Zettel stehen. Ich habe es halt mich einfallen lassen und es kam aus dem Herzen und ich glaube, das hat jeder gemerkt. Warum hast du eigentlich nicht mitgespielt? Wäre das versicherungstechnisch überhaupt möglich gewesen? Es wäre, glaube ich, in allgemeine zu schwierig, weil heute Mittag war ich eingeladen mit meiner Frau, mit einem Mittagessen, mit dem Vorstand und da haben die auch schon gesagt, ja, da muss ich, glaube ich, eine Gastspielgenehmigung fordern bei der UEFA und versicherungstechnisch und auch, glaube ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Feyenoord wirklich glücklich wäre, wenn ich heute spielen würde.